Juhu, und da bin ich wieder bei Drakensang mit rauer Stimme. Und ja, wir werden mal sehen, ob das heute läuft mit der Aufnahmesitzung. Es gibt heute ein paar spezielle Eigenheiten. Wir gehen erstmal her und machen mal ein paar Harpien platt. Vielleicht kommen wir dann hier wieder rein. Könnte man vielleicht mal. Ach, klasse, die Webcam ist wieder, die Facecam ist wieder im. Hallo, darf ich mal den Vorgrim haben? So, und dann einmal kurz hier. Die Gesamtschaft. Ich glaube, ich muss später wieder das gleiche machen wie immer. Und mal die Facecam repositionieren. Lass uns mal ein paar Harpien platt machen, um wieder reinzukommen. In die ganze Scheuße. So, da geht's auch schon los. Meine Fresse, sind das viele. Ich habe euch ja gesagt, das wird einigermaßen spaßig werden. Kann ich die Facecam vielleicht gleich mal umpositionieren? Okay, pass mal auf, ich werde mal was versuchen. Ach so, das ist, ja, warte. Ach so, gut, prima. Dann machen wir das doch über die Funktionstasten. Habe ich noch nie gemacht. Gut. Georg zuerst. Georg macht mal einen. Wir haben ja noch einen Djinn, stimmt ja, ist ja gut. Alles klar. Ich muss erstmal wieder reinkommen, wie immer. Er macht sich erstmal einen Schild. War schon weg, ne? Ja, klasse, wunderbar. Was freut er sich so, dass der Schild weg ist? Alles klar, weißt du? Ich werde mal. Nee, Ignisfero, die sind so schnell, die Viecher. Dann sind die auf einmal hier und der Ignisfero explodiert genau in unserer Mitte. Das ist nicht so gut. Ja. Außer rauer Stimme, heute mal wieder Magengrummeln am Start und ich belästige euch ja nicht gerne damit, aber ich bin mitten in einer depressiven Episode. Eigentlich keine gute Zeit, um aufzunehmen, aber auf der anderen Seite, ich habe heute komischerweise auch noch Lust darauf. So, F2 ist der gute Tralda. Okay, dann stürzt er sich gleich mal auf Einkreisen. dieses komische Viech hier. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir es heute zum Drachen schaffen. Ich hoffe mal. Und wie immer, allgemein ist nicht klar, wie lange das heute geht. Also kann sein, Für dass wir nur einfach Arno zum Drachen gehen und dass ich bei den Drachen nicht mehr Androstbach mache. Es kann aber auch sein, dass ich den Drachen fertig bei mache oder meiner nach Axt. Feierabend ist. Wir werden auf jeden Fall kurz vor dem Drachen Für werden wir eine Arno. Pause machen. Das ist aber noch lange hin. Schrei doch nicht so vor, Grimm. Das ist doch unglaublich hier. So, Zum Angriff. du kannst mal die Harpie hier, die ist zwar noch Für über dem die Wasser, aber die wird Königin. ja gleich Für sowieso kommen. Ondra. Dann kriegt die gleich erstmal richtig. Ja, Kurkum. auf wie geht's? Meine Guten. Ah, da kommt sie schon. Alles klar. Das sollte doch funktionieren. Ah, Tralda hat schon nichts mehr Bei zu tun. Rondra. Okay, alles klar. Tralda, 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 Popalda. Ach so, Tralda, ja genau, die nimmst du dir mal vor. Die scheint nämlich noch keinen Spielgefährten zu Verondra und haben. Pharmalor. Ja, für Halbkreis Wodka bilden. und das Pharmalabor. Hallo, Horsti. Verondra und Pharmalor. Ja, aber da könnt ihr mal sehen, was ich so alles tue, auch für euch. Mitten in der Depression, mitten in der depressiven Episode, hau ich hier mal eben eine Session zurecht. Hab allerdings das Gleiche auch schon für Minecraft gemacht. Und das ist nicht so gut gelaufen, sage ich gleich mal. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich muss mich gleich mal entschuldigen bei den Für die Königin. Minecraft-Zuschauern. Für Ondra. Ja, ich habe eine ziemliche Mecker-Session gemacht, so über aktuelle politische Geschichten. Das sollte eigentlich nicht so sein. Oh, da ist ja noch ein. Da sind noch mehr. Alter, Tralder. Wo ist denn unser. Oh, Georg ist mittendrin. Georg, kannst du vielleicht lieber mal ein bisschen Feuer machen hier. Mach den mal Wärme. Wärme und Liebe für die Damen. Ach, die Zwerge haben sich schon mit denen beschäftigt. Okay, alles klar. Ja, nee, so viel Mana hat er jetzt auch gar nicht mehr. Ja, die haben alle keine Ausdauer mehr. Weißt Amazone du was? voraus. Was ist denn hier los? Warum sind die alle auf Agro? Das soll eigentlich nicht sein, weil sonst laufen die immer gleich in die nächste. Alter, das mit den. Mit der Facecam, das müssen wir gleich mal regeln. Ich glaube, ich mache gleich mal am Anfang eine Pause, um das Ding zu repositionieren. Weil so geht das einfach nicht. So.
ob das irgendwie funktionieren wird. Ich kann mich auch nicht sehen, wer da wie verletzt ist oder was auch immer. Ne, das sieht eigentlich noch alles ganz gut aus. So, tötet sie. Kollegen, macht sie platt. Ich falle hier langsam aus der Geduld. So. Ja, nö, aber ich denke, das wird heute ganz gut klappen. Also, Gefühl ist jetzt momentan eigentlich ganz gut so für diese Aufnahmesitzung. Ich lasse mal, nö, das macht eigentlich nichts aus, mit wem wir die Damen durchsuchen, wenn da überhaupt irgendwas ist. Da, die Musik ist ja irgendwie neu. Die habe ich bisher noch nicht gehört. Das ist dann wahrscheinlich auch die Musik dieser Region hier. Also natürlich habe ich sie schon gehört und ich habe ja auch den Soundtrack von Drakensang, sonst könnte ich den ja immer am Ende nicht abspielen. Ja, der kam mit dem Spiel mit. Da war eine CD dabei. Eine extra CD. Okay. Also eigentlich ein CD-Image, weil es ist ein digitales, eine digitale Release. Wisst ihr was, Freunde? Ich mach mal kurz wirklich jetzt eine Pause und positioniere mal diese blöde Facecam um. Das soll mir nicht mehr vorkommen. Also bis gleich. So, so ist das um einiges besser. Ich hoffe, ich bin da irgendwie gut positioniert. Hallo erstmal. Ja, und der Bauch grummelt ganz ordentlich. Dann wollen wir mal sehen, dass wir die nächsten Damen Harpien ausfindig machen. Wie gesagt, das wird eine ganze Menge werden. Oh, sieht das da oben aber bedrohlich aus. Guck mal da. Da wartet das Übel. Noch nie habe ich solche Heerscharen dieser Ungeheuer gesehen und dazu noch so aggressiv. Die Furien sind auch sonst keine friedfertigen Geschöpfe. Aber der Blutdurst dieses Schwarmes sucht seinesgleichen. Sollte gar die Präsenz des Geschuppten daran schuld sein. Als ob sein Zorn alles um sich herum in seinen Bann zieht. Ja, es ist irgendwie so, ne? Warte mal, ehe wir irgendwas machen. Georgchen, wie kann denn das schon wieder sein, dass du dir schon wieder hier einen Knochen brechen lassen hast? So. Der Schild hält noch eine Weile. Leider haben wir noch immer keinen Zauber, der ein Schild über die anderen zaubert. Nein, nein, nein. Bloß nicht Georg nach vorne. Ja, Vorgrim muss nach vorne. Er heißt ja schließlich auch Vorgrim. So ist das. So, mal gucken. Ja, der Geschuppte, die Wut des Geschuppten hat sich wohl auf die Harpien übertragen. Ich weiß es nicht. Ja, was passiert denn da? Ach, fuck. Da geht's schon los hier. Ich habe mich gerade gewundert, weil der Djinn nach hinten rennt. Warte mal. Wir werden auch von hinten angegriffen. Ist ja klar. Herz allerliebst. Würde ich doch mal sagen. Einfach nur so aus Spaß. Wir machen uns mal aus dem Staub. So. Die sind immer noch zu nah dran. Ich würde sagen, noch ein Stück. Wir können ruhig ein paar Schläge von hinten ab. Das ist kein Problem. Das ist ein bisschen ungünstig da mit dem Stock. So. Ich möchte sie wirklich nicht alle haben jetzt. Das ist irgendwo... Oh. Also Stimme ist heute echt im Pöter. Aus Gründen. Ja, will das nicht wieder erklären. So. Ja, hat was damit zu tun, dass ich für einen Freund was eingesungen habe oder für seine Band und ja. Ha! Metal ist wohl zur nicht mehr Stelle. So ganz meins. Ich werde zu alt für den Scheiß. Okay, Formation. Da geht's weiter. Einkreisen. Ja, wir sollten die wirklich Reicht einzeln pullen. Also nicht direkt einzeln, aber schon irgendwie so nicht die volle Molle da reinsetzen. Was? Also nicht die volle Truppe uns irgendwie geben. Ihr habt ja eben gesehen, das waren zwei große Truppen. Eine von vorne, eine von hinten. Und aufgepasst. Wir wollen ja nicht unbedingt, dass hier mehr Schaden entsteht als nötig. Bei meiner Axt. So. Ja! Nein, ich will das Let's Play nicht in die Länge ziehen.
So, es sollte möglich sein, diesen beiden Damen den Gar auszumachen. So, kann man da was holen? Hol mal. Die Harpienfedern sind nämlich wichtig, sind nämlich wertvolle Dinge. So, ich will mal mit Vorgrim eine Runde vorgehen. Oh, ja. Die Zwerge haben sich da ganz ordentlich mit den Viechern in der Wolle. Georg. Ich mache ja sonst nicht gerne sowas. Aber ich glaube, die Zwerge können nicht sterben. Deswegen, Georg, mach mal. Georg, mach mal, bitte. Georg, könntest du bitte diesen Zauber ausführen? Ja, mach jetzt mal. Los. Das macht nämlich Spaß. Ich gebe den gleich mal noch einen hinterher, weil meistens ist der zweite etwas schneller. Los, jetzt mach schon. Unsere Zwerge kriegen da hinten auf die Fresse. Alter, das ist doch nicht wahr. Wie lange der da braucht, ey. Jetzt guck dir mal an. Jetzt erst. Was? Und noch ein. Gib ihm. Warum braucht der so Vogel so lange? Die Zwerge machen die ganzen Harpien da hinten von ganz alleine kaputt und wir kriegen hier keine Punkte. Doch, wir kriegen ja die Punkte, stimmt ja. Sag mal, kannst du vielleicht mal diesen Warum braucht er so lange für den Zauber? Guck, jetzt bereitet er ihn vor und die Zwerge machen die schon platt. Ja. Er wird ihn wieder nicht ausführen können, weil die Harpie tot ist vorher. Alter. Georg, du langsames Stück. Echt, ich fasse es nicht. Lass uns mal Vorgrim nach vorne nehmen. Ja, genau. Und dann. Ja. Jetzt guckt ihr das an. Die Zwerge haben da alles aufgeräumt. Hä? Kriegen wir schon wieder einen Angriff von hinten oder was? Das ist unfair. So, gut dann. Bei meiner Axt. Entschuldigung, dass das jetzt aussah wie feige, dass ich da die Zwerge die Arbeit habe machen lassen. Ah, das ist irgendwo schon ein bisschen blöd. Warum gehen die Zwerge jetzt nach da hinten? Was ist los? Was rennt er nach vorne? Ach so. Okay, passt mal auf, Jungs und Mädels. Zieht euch mal alle zurück, damit hier einer von den Damen und Herren hier die Harpien vielleicht mal in Augenschein nehmen kann. Georg. Ach du das mal. Nutzloses Geschmeiß. Wirklich. Kann mir einer sagen, warum die Zauber so langsam sind? Ich habe den doch hochgelevelt, den Feuerball, wenn ich das, also den Ignisphäre, wenn ich das richtig sehe. Guck, und immer nur 2 bis 3 Harpienfedern. Der Rest ist einfach nur Füllmaterial. Entschuldigung, wenn ich jetzt die ganze Zeit meckere. Aber heute habe ich eine Ausrede, heute habe ich Depri. Ja, eigentlich schon seit 2 Wochen. Ist einer der schlimmsten Outbreaks seit langer, langer Zeit. Ich habe es eigentlich ganz gut unter Kontrolle gehabt, den Quatsch. Und jetzt spinnt es wieder total. Kann man hier hoch? Nö, das ist nur so ein Fake-Gebiet. So, pass mal auf. Georg, bitte, diesmal könntest du den Harpien mal einfach mal und gleich noch einen hinterher. Warum macht er das jetzt so schnell? Vielleicht sogar noch ein. Jetzt rennen die anderen nach vorne. Ja, Georg. Nein, 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 Georg. Jetzt machst du das nicht mehr. Hallo, könntest du vielleicht aufhören, unsere Leute in die Luft zu jagen? Guck dir das an. Jetzt kann ich die Dinger nicht wegnehmen. Er wird jetzt unseren Leuten Aua machen. Jetzt hat er es abgebrochen. Ich fasse es nicht. Also irgendwas ist mit dieser Spielesteuerung mal wieder komplett im Pöter. Aber das wissen wir ja. Wir kennen ja den Spaß. Also ist ja nicht so, dass uns jetzt das völlig neu wäre. Also es ist ein schönes Spiel sicherlich. Ja, und ich hätte jetzt eigentlich noch 2 Wochen, jetzt wundert ihr euch sicherlich, warum nimmt er denn dann
mit Depri auf und wartet nicht erstmal, bis das zu Ende ist. Erstens mal weiß ich nicht, wann das zu Ende ist. Und ob es in absehbarer Zeit zu Ende ist. Sag mal. Trall da rum. Und außerdem möchte ich mir Puffer schaffen, dass, wenn es vielleicht noch, sogar noch schlimmer wird und ich komplett ausfalle, dass dann halt nichts komplett ausfällt, ne? Ich sorge also, weil das ist eine nicht vorher dagewesene Intensivität der ganzen Depri-Sache. Und deswegen gehe ich da jetzt, das ist also ein Präzedenzfall sozusagen, und deswegen gehe ich erstmal da irgendwie ganz vorsichtig vor. Für Rondra und Farmalor. Des Weiteren, ich weiß ja nicht, ob ihr es bereits mitbekommen habt, die englischsprachigen Let's Plays habe ich eingestellt. Für Rondra und Farmalor. Hä? Warum? Gute Entscheidung. Nicht Rulana? Alter. Zum Angriff. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde die Aufnahmesitzung abbrechen. Nein. Läuft ja eigentlich alles ganz lustig. So, haut rein. Kaffeerülpse, cool. Vorgrim, du hast ja schon wieder gar nichts zu tun. Ja, versuch dein Bestes. Bei Angroschbach. Voll auf den Arsch. Bei meiner Axt. Ja, ich habe die englischsprachigen Let's Plays für eingestellt, Ardo, aus dem Grunde, Stelle, weil da ganz einfach, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, nicht besonders viel Resonanz war. Also soll heißen, 2 bis 5% meines Zuschaueraufkommens kamen durch die englischsprachigen Let's Plays nur noch zustande, und das ist nicht gerade motivierend, wie ihr euch vorstellen könnt. Also wenn 95 bis 98% durch die deutschsprachigen zustande kommen, dann sich noch die Mühe zu machen, jede Woche 7 Videos rauszuhauen mit einer Bearbeitungszeit von Minimum 1 Stunde. Ja. Ich denke mal, ihr könnt gut verstehen, dass das nicht motiviert. Und ich habe es ein paar Mal gesagt. Ich habe ein paar Mal im englischsprachigen Let's Play von Minecraft gesagt, liebe Freunde, wenn sich hier nicht bald was tut, das ist dann immer keine Erpressung, sondern das ist einfach nur eine Tatsachenfeststellung, dass sich das einfach nicht lohnt. Und wenn sich Sachen nicht lohnen, und da habe ich halt gesagt, so von wegen, dann werde ich halt, ich dachte zuerst dran, es einfach nur zu reduzieren, also dann alle 2 Tage ein Video. Aber selbst das wäre noch zu viel Aufwand. Also insofern habe ich ganz einfach mal gesagt, ab dafür. Und zum jetzigen Zeitpunkt laufen noch 3-4 Videos, also sind noch auf Halde. Ich muss also während der nächsten Tage, das werde ich mir nicht nehmen lassen, einfach mal so ein Tschüssikowski-Video machen, weil so einfach die Let's Plays stoppen. Es geht mir ja auch irgendwie an die Nieren, weil ich wollte eigentlich zumindest Morrowind fertig machen. Und ich wollte eigentlich noch sehr, sehr viel mehr auch in Minecraft machen, auf der englischen Seite. Und ja, ich kann schon sagen, dass es mich irgendwie trifft, dass das jetzt halt irgendwie ein Ende hat. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn sich Dinge einfach nicht lohnen, dann muss man halt auch irgendwie sehen, dass man halt die Dinge, die sich noch halbwegs lohnen, dann da Prioritäten drauf setzt. Und das ist halt momentan die deutschsprachige Community, die eher die Zuschauer anzieht. Wow, Georg, du bist ja eine Bestie. Das war mal gut. Ja. Kollege, das war Rapid Fire. Jetzt sehe ich da nur überhaupt nichts mehr, weil die ganzen Harpien allesamt in Flammen stehen. Ja, das lohnt sich kaum, da drauf zu hauen, weil, ja, das hat die gut getroffen, finde ich. Warte mal, wo ist denn der Vorgrim? Der Vorgrim, der eine. Glaubt, da brauchen wir gar nicht mehr viel drauf zu machen, weil die haben alle gebrochene Knochen und brennen. Schön hinter mir bleiben. Alter. Ja, das war jetzt mein Verklicken. Das verklickt nochmal. Bei meiner Axt. Ja, und über die deutschsprachige Geschichte müssen wir später auch nochmal reden, denn da steht auch nicht alles so wunderbar zum Besten, dass ich jetzt sagen könnte, hui, alles ganz toll. Da hinten kommen ja noch welche, das stimmt ja. Aber das dürfte eigentlich ziemlich schnell zu machen sein.